Die USA ist unser fünftwichtigster Exportmarkt. Das wollen wir ändern. Das heißt, wir wollen noch mehr an Produkten, noch mehr an Innovation in die USA exportieren. Herzlich willkommen, Botschafterin Victoria Kennedy. Thank you for being with us. I know that for some of your companies this is really tough, but the commitment that everyone has had to supporting freedom and for democracy is just extraordinary and powerful, and it sends a very, very strong message. Sehr verdeutlichen, dass jeder zweite Euro, der in unserem Bundesland verdient wird, im Export erwirtschaftet wird und mittlerweile jeder vierte Arbeitsplatz in unserem Bundesland auch mit dem Export zusammenhängt. Deswegen auch die Reise mit vielen Unternehmungen, die vor allem jetzt schon erfolgreich in den USA sind, aber vor allem auch jene, die diesen Sprung über den Atlantik nehmen wollen und dort neue Geschäfte machen wollen. Das hilft uns in Niederösterreich, das heißt, die Exportkraft wird stärker, mehr an Arbeitsplätzen, mehr an Umsätzen. And we need to invest and connect with them so that they feel this same transatlantic connection, so that this relationship can go on.